So, hallo ihr Lieben. Heute ist Mittwoch. Ich melde mich jetzt nur mal mit hier einem kurzen, Check-up. Die letzten Tage war parfümtechnisch nicht ganz so viel los. Am Montag habe ich weitgehend mein Video geschnitten und hochgeladen. Den letzten Vlog, den ihr, glaube ich, auch schon alle gesehen habt. Experiment geglückt, würde ich mal sagen. Aber da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was drüber oder an einem anderen Tag. Genau, heute gibt es jetzt nur mal hier so ein kurzes Check-up auf meinem Schminktisch, weil ich keine Lust habe, mich zu schminken. Ich mache jetzt aber hier ein Tauschpäckchen fertig für die liebe Angelina Patchouli. Und zwar, ich habe es jetzt schon zusammengeklebt, hier so eine kleine blöde Chanel Parfumprobe. Dann haben wir einmal, gucken, ob wir es noch sehen, von Fragona Reine de Coeur und einmal Fleur d'Oranger. Das sind so Tuchproben. Und hier habe ich nochmal eine Probe, eine Originalprobe vom Chanel Nummer 5 Eau Première. Das wollte ich ihr unbedingt mal zeigen. Von Gucci Bloom Acqua di Fiori. Dann habe ich einmal für sie abgefüllt hier Tom Ford Lost Cherry. Garantiert ein Originalflakon. Genau, da muss ich euch auch noch erzählen, wie das mit der Abfüllung weiterging. Mache ich aber in ein, zwei Tagen. Also ging zum Glück glimpflich aus mit dieser Fake-Abfüllung. Die zeige ich euch später. Und hier dann nochmal ein bisschen was Gängigeres. Einmal Simply, da könnte ich mir vorstellen, dass er ihr ganz gut gefällt und steht. Und hier nochmal vom Narciso Rodriguez Fleur Musk. Und hier von Montal habe ich eine Mystery-Probe, weil überhaupt nicht draufsteht, was es für eine Probe ist. Ich habe jetzt in meiner Liste stehen Powder Flowers, der fehlt mir noch, den habe ich beim Einsortieren nicht gefunden. Wenn ich dran rieche, ja, könnte das sogar auch Powder Flowers sein, aber da sie ja ein absoluter Montal-Freak ist, habe ich gedacht, erlaube ich mir mal hier den kleinen Scherz, schick ihr was von dieser Probe und mal schauen, ob sie sie erkennt. Ich fand jetzt, dass man beim ersten Sprühen ja ganz gut merkt, dass da irgendwie Iso, Esupa, Ambroxan, irgendwie sowas mit drin ist. Und ich meine auch eine relativ präsente Zedernote, was, glaube ich, mit dem Powder Flowers, also den habe ich als Original noch nicht getestet, mit dem würde es sogar auch hinkommen. Ich finde die Probe ganz nett. Mal schauen, ob sie erkennt, was es ist. So, ich mache jetzt gleich hier noch ein paar Abfüllungen für meinen anderen lieben Parfumo-Freund. Und ja, genau, gestern ist parfumtechnisch nicht ganz so viel gelaufen, aber heute eben die Abfüllung. Hallo ihr Lieben. So, jetzt auch wieder mit Gesicht und ich filme mal durch das Ringlicht. Ja, mein Vlog-Experiment ist geklappt vom letzten Mal. Das hat mich total gefreut, weil ich hatte auch den Eindruck, dass mir Vloggen ganz gut liegt, beziehungsweise leicht fällt. Ich habe mein letztes Video, was ich jetzt heute, also heute ist Sonntag, das habe ich jetzt heute hochgeladen, das mit den Bodysprays. Das hatte ich ja komplett geskriptet, aber ich hatte so das Gefühl, das mit dem Skript irgendwie, entweder muss ich das noch mehr üben, weil ich so den Eindruck hatte, ich lese den Satz und dann sage ich ihn so auswendig gelernt vor und ich sage ihn ja eben dann nur auf und er hat in dem Moment keine Bedeutung, obwohl ich ihn natürlich mit einer Bedeutung aufgeschrieben habe, die ich auch rüberbringen wollte und ich glaube, für so eine Einleitung ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich auch so ein paar Stichpunkte macht, aber ansonsten will ich das dann eigentlich ja mehr flüssig erzählen, was ich da euch jeweils erzählen wollte. So, diese Woche ist parfumtechnisch nicht ganz so viel passiert. Ich habe zwei Duftpäckchen bekommen, einmal hier, den habe ich auch schon getragen, muss ich mal gucken. Also ich werde den dann nochmal vorstellen in meinem nächsten Monatsfavoriten. Nee, beziehungsweise neu in meiner Sammlung Video, allerdings vom Juli, weil der jetzt im Juli angekommen ist. Und was noch angekommen ist, ich wusste gar nicht, dass es ein Set ist. Ja, hier, Mugler Cologne. Genau, das ist der Come Together, ein relativ grüner Duft, den ich für ein Hochsommerdüfte-Video brauche. Den hatte ich auch schon als Probe gehabt und fand ihn ganz gut.
Und ich wollte euch jetzt nochmal erzählen, was parfumtechnisch gelaufen ist. Wie gesagt, das sind die neuen Sachen, die angekommen sind. Dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich mal testen könnte. Ich habe eine Probe, ich habe ein paar Proben gekauft. Und zwar Baccarat Rouge Extrait. Es passt jetzt nicht in Jahreszeit, aber so viele Leute reden darüber. Und ich habe gedacht, diese Wissenslücke muss ich unbedingt jetzt nochmal füllen, weil ich es bisher nicht getestet habe. Nur mal kurz in einem Laden, aber da wusste ich, ja, ich fand ihn süß und schön. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Bin ich gespannt, wenn er ankommt. Dauert noch ein bisschen. Dann habe ich zwei Tauschpäckchen fertig gemacht. Das hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Für die liebe Angelina Patchouli. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin ganz gespannt, was sie zu der Blindprobe sagt, beziehungsweise der unbekannten Montalprobe. Es könnte aber auch sein, dass das ein Mandelduft war. Ich glaube, von Montal gibt es auch einen Mandelduft. Aber vielleicht, liebe Angelina, wenn du zuschaust, weißt du ein bisschen mehr darüber, denn du bist ja ein bekennender Montal-Freak. Nochmal an euch, ne? Schaut euch unbedingt ihren Kanal an. Sie macht das Ganze ganz toll und ich verlinke sie auch nochmal oben. Ja, was ist die Woche noch passiert? Ach genau, der letzte Vlog, da hatte ich es ja noch nicht aufgelöst. Ich hatte die Fake-Abfüllung bekommen von Tom Ford. War mir dann am Ende auch sehr sicher, dass es Fake ist, weil ich die Probe ja bei Douglas getestet habe. Ich verlinke euch auch nochmal den letzten Vlog. oben und die Dame hatte mir noch nicht zurückgeschrieben, beziehungsweise abends hatte sie mir dann endlich zurückgeschrieben, von wegen, ja, erstmal nicht ganz so freundlich, aber gut, ich war irgendwann auch nicht mehr ganz so freundlich, weil ich keine Lust hatte, ewig auf eine Antwort zu warten. Und sie sich dann sehr sicher war, da sie zweimal den gleichen Flakon bei eBay gekauft hat, dass sie wohl auf der sicheren Seite wäre, weil es sind ja wohl die gleichen Flakons. Nochmal kurz zur Erinnerung, es war ein Rose Prick 100 ml Flakon. Auf der Tom Ford Seite gibt es überhaupt kein Rose Prick in 100 ml. Auf den Fotos hat man eigentlich auch schon gesehen, dass es einfach nur eine schlechte Fälschung ist, weil die Farbe nicht gepasst hat, der Lack unten schon abgeblättert ist vom Flakon und der Deckel auch nicht wirklich bündig aufgesessen hatte. Da war mir eigentlich das schon klar und sie wollte noch ein bisschen drauf bestehen und ich habe dann geschrieben, ja, bei Tom Ford gibt es den Duft überhaupt nicht als 100 Milliliter. Sie hat dann geschrieben, ja, aber das ist ein Tester und sie sieht nicht den Grund, warum der Tester nicht in 100 Millilitern sein sollte. Es wäre doch viel praktischer und dann, ja, aber Tom Ford hat die Tester genau in den Größen, die auch verfügbar sind. Wenn es einfach diesen Duft nicht in 100 Milliliter gibt, wird es bei Tom Ford auch keinen Tester geben, der 100 Milliliter ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass Tom Ford keine extra Tester rausschickt, sondern einfach die ganz normalen Flaschen, auf denen dann hinten ein Zusatz draufsteht, Testerware oder sowas. Aber es sind die ganz normalen Flaschen, die von Tom Ford als Tester ausgeliefert werden. Das heißt, wenn es diesen Duft nicht als 100 Milliliter gibt, wird er auch nicht als 100 Milliliter Tester hergestellt werden. So. Ja, bevor ich mich jetzt in Rage rede. Also wir haben den Vorfall dann geklärt, ne? Will ich jetzt kurz nochmal sagen. Sie ist am nächsten Tag wohl zum Tom Ford Counter gegangen in der Parfümerie, hat getestet, war dann so ein bisschen kleinlaut. Ich habe triumphiert. Ja, gut, also sie hat mir das Geld zurückgezahlt. Darum ging es mir nicht so sehr. Ich hoffe jetzt wirklich, dass sie auch allen anderen Bescheid sagt, die bei ihr eine Abfüllung gekauft haben von dem Duft. Und die jetzt einfach denken, dass der Duft ja so schlecht riecht, wie eben diese Abfüllung gerochen hat. Weil es ist wirklich ein schöner Duft, der auch länger hält als eine Stunde und der auch diese Kurkuma-Note hat, die diese Abfüllung nicht hat. Es war einfach nur eine süße Rose. Lange Rede, kurzer Sinn. Wäre ich an ihrer Stelle, ich habe mich im Endeffekt, war es dann für mich okay. Trotzdem habe ich mich noch ein klein bisschen geärgert, weil ich nur so dachte, ich habe auch keine Entschuldigung gehört. Ich habe nur gehört, so, oh ja, ich fürchte, du hast recht. Ja, ich hatte leider recht. Und ich hätte einfach gerne von ihr nochmal eine Entschuldigung gehabt. Ja. Okay, also, lasst euch bitte davon nicht abhalten. Abfüllungen und Proben auch zu tauschen und zu kaufen. Und wenn ihr euch unsicher seid, lasst euch Fotos der Flakons schicken.
Wenn ihr den Verdacht habt, dass irgendwer Fake anbietet, sprecht mit den Leuten, sprecht zur Not in den jeweiligen Foren mit den Moderatoren. Sowas kann ein Ausschlussgrund sein, weil es einfach verboten ist, Fake anzubieten. Ja, auch auf Verkaufsplattformen. Dort wird nur nicht so engmaschig gescreent. Also seid einfach vorsichtig. Genau, das ist jetzt die Endessenz, die ich vielleicht auch daraus gelernt habe, dass ich mir bei teureren Abfüllungen einfach Fotos der Flakons schicken lasse, den Leuten nicht ganz so blind vertraue. Es ist natürlich immer gut, an das Gute im Menschen zu glauben. Sie hat auch nicht in böser Absicht gehandelt, ja. Wenn ihr berechtigte Einwände habt, redet mit den Leuten und lasst euch, bevor ihr was Teures kauft, lieber nochmal mehr Fotos schicken. Und wenn ihr dann direkt merkt, dass die Leute komisch reagieren und euch keine Fotos schicken wollen und irgendwelche Ausflüchte haben, dann lasst einfach die Finger davon und kauft lieber in der autorisierten Parfümerie, ja, wo ihr dann auch sicher seid, dass ihr das bekommt. Und ich verlinke auch nochmal, wo man Proben auch immer super bestellen kann. Ne? Ich mache keine Werbung, das ist jetzt nur, ich empfehle es euch, weil ich selbst auch sehr begeistert davon bin. Es gibt drei Seiten, auf denen man auch Proben bestellen kann. Das ist einmal, die Parfum-Freaks unter euch werden es auch wissen, einmal aus Liebe zum Duft. Dann Essenza Nobile. Sie bieten aber teilweise auch unterschiedliche Marken an. Also es kann sein, wenn es die eine Marke im einen Shop nicht gibt, dass der andere Shop die Marke führt. Ich weiß jetzt gerade nicht, bei welcher Marke das so war. Und dann gibt es noch die, ich meine, die heißt Schloss Parfümerie Stuttgart. Da kann man dann auch Probensets ordern, die man sich auch selbst zusammenstellen kann. Was ich eine spannende Sache finde. Und dort kann man, also man kann da zum Beispiel Amouage, 5 oder 6 Proben und man kann dort, hat dort auch die Wahl, dass man entweder 1 Milliliter oder 2 Milliliter ordert. Also wenn ihr nur autorisierten Parfümerien vertrauen möchtet, ist das total okay. Dann packe ich euch die Links unten in die Infobox und da könnt ihr dann mal schauen. Weil es ist natürlich, ne, bevor ihr so einen teuren Nischenduft kauft und blind bestellt und vielleicht nicht die Möglichkeit habt oder jetzt im Moment bei Corona auch nicht in die Parfümerie fahren wollt. Man kann ja auch so schlecht durch diese Maske riechen, da muss man es dann, muss man die Stäbchen mit rausnehmen, gucken und ja, es ist alles ein bisschen kompliziert und manchmal ist es auch so, wenn ihr den Duft zu Hause habt, könnt ihr den mal an 2, 3 Tagen testen. Auch bei 1 Milliliter sollte das hinkommen, dass ihr den 2, 3 Mal testen könnt, intensiver und schaut einfach, wie ihr euch den Tag über damit fühlt, bevor ihr ja, einfach euch teurere Nischendüfte zulegt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau, ich wollte auch nochmal ein Thema, so eine Einsteigerreihe machen. Das ist jetzt vielleicht für die alten Hasen, die auch Parfum schon seit Ewigkeiten sammeln, nicht ganz so interessant. Aber ich glaube, für Leute, die sich gerade erst neu mit Parfum befassen, könnte es vielleicht interessant sein, wie man Parfum lagert, wie man es richtig aufträgt, wie man auch beim Parfumkauf vorgeht, weil da habe ich auch nochmal ein paar Tipps eben zu diesem, zu, ja. Zu den Proben bestellen, testen und ja, wie man da verfährt. Das nur mal am Rande. So, jetzt werde ich gleich 1, 2, 3 Videos drehen. Wundert euch nicht, wenn in den nächsten Videos das gleiche Outfit vorkommt oder ja, das gleiche Make-up. Ach, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich wusste nicht so genau, welche Düfte ich als nächstes testen möchte. Schreibt mir doch vielleicht mal, was ich mal testen sollte. Ich habe gerade die Webseite von Goldfield & Banks ausgecheckt und dort kann man ein ganzes Probenset bestellen, ob das interessant wäre. Ne? Die sind ja auch gerade so ein bisschen in. Dieses Pacific Rock Moss sieht man ständig überall, das habe ich noch nicht getestet und das könnte ganz interessant sein. Oder wenn euch ja irgendeine Marke einfällt, zu der ihr was testen möchtet. Ich habe auch noch die Proben hier aus diesem Wanderpaket. Da werde ich jetzt gleich nochmal Jo Malone Düfte testen. Und wenn ich es jetzt schaffe, ich filme auf jeden Fall noch ab, welche Düfte neu in meiner Sammlung im Juni einziehen durften. Das sind eine ganze Menge. Ich habe eine ganze Menge Proben bekommen von drei verrückten Mitparfumos. Und wenn ich es schaffe, will ich noch meine Monatsfavoriten abfilmen. Da gibt es ein paar Überschneidungen. Genau. Seid gespannt. Und ja. So, ihr Lieben, ich wollte euch doch noch mal ein kurzes Schreibtisch-Update geben. So sieht es hier aus, wenn ich gedreht habe.
So, jetzt habe ich gerade zwei Videos gedreht. Zu dem dritten habe ich gar keine Lust, aber wir testen jetzt gleich die Jo Malone-Proben zusammen. Vier Stück sind es, eine habe ich euch vorenthalten. Aber räumen wir doch erstmal die ganzen Proben, die ich noch nicht katalogisiert habe, in diese Kiste mit Proben, die ich auch noch nicht katalogisiert habe. Los geht's! Herrenlosen Proben drin, aber Powder Flowers habe ich nicht gefunden. Das heißt, die Mystery-Probe, ja, ist vielleicht doch Powder Flowers, aber warten wir doch erstmal auf Angelinas Urteil. Und hier können jetzt wieder die Düfte Platz nehmen, die jetzt im Juli neu in meine Sammlung wandern. Und auf dieser Seite, da stehen noch die Düfte, die ich testen bzw. reviewen möchte. Und wir machen doch direkt weiter mit vier Proben von Jo Malone. So, ihr Lieben, wir testen doch jetzt lieber im Vlog nochmal die Proben von Jo Malone. Ich hatte nämlich keine Lust, mich nochmal dahinzusetzen und ja, die Begrüßung abzudrehen und so weiter. Und da machen wir das doch jetzt mal lieber hier unter uns. Beginnen möchte ich mit Hemlock and Bergamot. Der Duft ist blumig grün von 2019 und ja, Bergamotte und Schierling. Es sind folgende Duftnoten enthalten: Schierling, Bergamotte, Mimose, Heliotrop, Gurke und schwarze Johannisbeere. Am Sprühkopf, ich rieche die Gurke, wenn ich es direkt schon weiß, dann. Okay, wir testen doch mal. Ich teste sie jetzt nur auf der Haut. Ja, frisch, erfrischend grün. Das passt schon. Er hat auch einen cremigen Unterton und Heliotrop rieche ich auch. Also es riecht cremig, frisch, fast so ein bisschen aquatisch, gepaart mit diesem pudrigen Heliotrop. Das ist ganz interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich unbedingt so riechen möchte. Es kommt mir jetzt auch sehr so vor. Ja, als ob das eher so ein Wellness-Duft wäre. Also vielleicht eher für ein Bodyspray oder eine Bodylotion. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Es riecht grün und irgendwie nach Natur. Wie Schierling riecht, kann ich euch jetzt nicht so genau sagen. Noch nicht mal, wie er aussieht. Dann haben wir Carrot Blossom Fennel. Also Karottenblüte. Und Fenchel aus dem Jahre 2016. Der gehört jetzt nicht zu der Reihe. Die anderen sind alle von 2019 Limited Editions. Das ist jetzt auch eine Limited Edition, aber aus dem Jahre 2016. Hier haben wir in der Kopfnote Fenchel. Fenchel mag ich ganz gerne. In der Herznote Karotte, Rose, Orangenblütenwasser. Und in der Basisnote Iris. Das riecht gut. Ich kann zwar gar nicht sagen, nach was. Doch nach so einer blumig-fruchtigen Karotte. Das finde ich interessant. Aber schauen wir doch mal. Ja, also Iris rieche ich auf jeden Fall. Warten wir mal kurz. Die Iris rieche ich auf jeden Fall. Der wird süßer. Ja, der ist spannend. Der gefällt mir richtig gut. Karotte, Rose. Orangenblütenwasser. Ja, durch diese Karotte bekommt er so etwas sehr Cremiges. Karotte und Iris ist auch irgendwie so eine bekannte Kombination.
Vom Fenchel rieche ich nicht ganz so viel. Also keine Angst, das riecht jetzt nicht irgendwie wie Fencheltee oder so. Spannend, wenn ich alle aufgesprüht habe, dann gibt es nochmal einen kurzen Check-up. Ja, weiter geht's mit Nettle and Wild Achillea. Also Nesseln und Schafgarbe, auch eine limitierte Edition aus 2019. Und hier haben wir Brennnessel, Schafgarbe, Schafsgarbe wollte ich sagen, ne, nee. Also Brennnessel, Schafgarbe, Bergamotte, weißer Moschus und Vetiver. Okay, also am Sprühkopf gefällt der mir jetzt schon mal nicht, aber wir gucken doch mal. Also ich erinnere mich dran, als Kind, ne, hat man ja öfter mal auf der Wiese gespielt und wenn man diese Schafgarbe gepflückt hat, die hat so einen sehr eigenartigen, krautigen Geruch. Der ist jetzt nicht ganz so meins. Der kommt hier gut raus. Ja, Brennnessel. Brennnessel riecht grün. Ich denke jetzt auch immer ja an Brennnesseltee. Ich bin ja absoluter Kräutertee-Fan. Das wäre nicht ganz so meins. Das riecht schon sehr nach dieser Schafgarbe. Und als drittes, beziehungsweise als viertes, Lupin und Patchouli. Also Lupinie und Patchouli. Beziehungsweise Lupine, nicht Lupinie. Lupinen sind solche, ja, einheimischen Pflanzen, die auch Schoten ausbilden, aus denen man auch eine Joghurtalternative machen kann. Lupinenjoghurt. Und die auch, das wissen die wenigsten, in traditionellen spanischen Tapas-Restaurants als Tapas angeboten werden. Das sieht dann so ein bisschen aus wie diese Edamame, die werden dann so aus diesen, aus der Hülse rausgelutscht. Und ja, schmeckt jetzt nicht großartig. So, hier haben wir jetzt relativ reduzierte Duftnoten, Lupine, Rose, Patchouli und Mandarine. Könnte mir aber gefallen, weil Rose, Patchouli und Mandarine sind Bestandteile meiner perfekten Rose. Und wenn die Lupine. Okay, es riecht sehr nach Patchouli. Okay, also Patchouli kommt sehr stark zu Beginn durch. Es ist ein erdiger Patchouli, der leichte Schokoanteile mitbringt. Es ist nicht dieser baldrianartige Patchouli und auch nicht dieser zu hippieske Patchouli, den kann ich nämlich auch nicht leiden. Weiß ich nicht. Ja, gucken wir doch nochmal. Also, der erste Duft, den wir hatten hier, Hemlock und Bergamot. Da rieche ich wirklich heliotrop relativ stark und für mich steht so diese Gurkenfrische im Kontrast mit dem heliotrop. Irgendwas ist da, was sich beißt. Es kann sein, dass es genau das ist, was dem Duft den nötigen Twist gibt und dass es ohne das viel zu langweilig wäre. Aber ja, für mich ist es eher so ein Wellness-Geruch. Ja, vielleicht für eine Bodylotion oder sowas. Den Karotten-Fenchel-Duft finde ich ganz angenehm. Der ist auch relativ cremig. Mal schauen, wo er ist. Also, Carrot Fennel Blossom. Carrot Blossom Fennel. Das finde ich spannend. Karotte in Düften hat auch so eine leichte Süße. Ja, wie so eine Karotte eben süß ist, wenn man sie kocht. Und das passt ganz gut zusammen. Also, ja, spannend. So, dann hatten wir hier den Schafgarbenduft, Nettle and Wild Achillea. Gefällt mir eher nicht so, weil ich den Geruch von Schafgarbe nicht so besonders mag. Aber es ist hier gut getroffen. Die Schafgarbe kommt deutlich raus. Für Leute, die diesen sehr speziellen, krautigen Duft mögen, ist es vielleicht ja, geeignet. Und Lupin and Patchouli. Der Patchouli erschlägt hier so ziemlich alles andere. Deshalb finde ich ihn auch nicht so gelungen. Ja, weiß ich nicht. Also für, ja, dafür, dass es eigentlich,
mehr so eine Wildblumen, Wildkräuter-Reihe ist, die da 2019 als Limited Edition veröffentlicht wurde, ist mir hier der Patchouli zu stark. Gut, wie lange habe ich sie jetzt auf der Haut? Ne, 5 Minuten. Aber dafür, dass dieser Duft eben keine Duftpyramide hat, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass der Duftverlauf eher linear stattfindet und dass die Duftnoten dann eigentlich einfach nur allesamt zusammen schwächer werden. Bei den Colonies hält es ja auch nicht besonders lang. Es erinnert mich auch an irgendwas, ich weiß es gerade nicht. An keinen Patchouli-Duft, den ich gerochen habe, an irgendwas anderes. Es riecht auch fast so, als kommt da so ein bisschen so eine gummiartige Minznote mit rum, wenn es irgendwie Sinn macht. Aber ja. Am interessantesten finde ich die ersten beiden, wobei ich, wie gesagt, den ersten nicht unbedingt als Parfum tragen würde. Den zweiten würde ich ja auch eher, glaube ich, in so eine Wellness-Body-Lotion-Richtung ordnen. War auf jeden Fall interessant. Ganz vielen Dank für dieses unterkommentierte Tauschpaket. Ich habe noch Düfte von Penhaligon's und von Florascent, die ich gerne testen würde. Das mache ich vielleicht im nächsten Vlog einfach, weil es ein bisschen unkomplizierter ist, im Vlog die Sachen zu testen. Und genau, dann bin ich für heute tatsächlich fertig und raus und hoffe, dass ich mein Video relativ schnell, ja, zusammenschneiden kann. Damit ihr wieder einen kleinen Vlog sehen könnt. Diesmal nicht ganz so lang. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen und ein Abo da. Ich weiß, das ist immer so viel und so blöd zu sagen, aber manchmal traut man sich nicht. Genau, dazu wollte ich euch auch noch ermutigen. Bitte, bitte schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle, ich beantworte sie auch fast alle. Und ja, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen.